Boah, weisst du noch, vor einem Jahr? Ja, da hat alles angefangen. Schon langweilig da. Ja, es läuft nie mehr etwas in dem K. Ja, keine Abenteuer mehr. Ja, man kann baden, kann man rennen. Es ist immer das Gleiche. Aber. Was war das? Was ist? Habt ihr das gehört? Nein. Dort liegt das Handy. Ja, wirklich? Wem gehört das echt? Ich weiß nicht. Ja, Scheiße, natürlich mit Passwort geschützt. Also laut Statistiken gesehen sind die meistverwendeten Zahlen für Passwörter 4, 2, 3 und 1. Ah, das ist leider nicht. Gib mir mal. Das ist einfach eine andere Reihenfolge. Leider auch nicht. Ja, ist ja so gut wie unmöglich. Ja, hast recht. Bingo! Ich hab's! Hä? Wie hast du das ausgemacht? Ich habe mein Passwort eingegeben. Was ist denn ein Passwort? 1234. Jo. Ja, wow. Da ist so ein Chatverlauf. Also, da steht, ey, läuft alles nach Plan. Jo, bist du bereit? Yes. Hast du die Knarre schon versteckt? Hätte ich doch Knarre gesagt. Ja, die liegt vergraben bei der alten Eiche, wie versprochen. Ah, warte kurz, ich weiß, wo die alte Eiche ist. Gehen wir dort hin? Ja. Ich würde sagen schon, oder? Ja. Los, gehen wir. Hey, schaut mal, dort ist der Baum. Hey, da ist ein Loch. Scheiße, die Waffe ist schon ausgegraben worden. Man sieht sogar noch den Abdruck von der Pistole. Was? Eine echte Pistole? Oh, echt? Jetzt bekommst du nie etwas mit. Also stellt sich nur noch eine Frage heraus, was mit der Pistole gemacht wurde, also ob die Straftat schon begangen wurde oder noch gemacht wird. Hey Leute, ich habe etwas gefunden. Was? Das sind Fußabdrücke. Was ist eigentlich da mit der Pistole? Jetzt säckelt er davon. Los! Los. Hey! Ist das Blut? Oh Scheiße, ist das echt Blut? Ja, sieht ganz danach aus. Wir müssen das dann im Labor prüfen. Das hat sicher etwas mit dem verdächtigen Typ zu tun. Los, wir verfolgen ihn weiter! Es war ein riesiges Missverständnis. Wie soll ich so heimkommen? Ja, wir haben gedacht, dass sie so ein fieser Typ sind. Nein, also was ihr denn glaubt? Es ist wirklich mega leid. Was glauben könnt ihr in der Kirche? Da müsst ihr es wissen.
Und machen Sie kein grosses Drama daraus? Es ist ja nur ein bisschen nass geworden. Ja, vielleicht ein bisschen mehr als ein bisschen nass. Aber trotzdem, es tut uns wirklich mega leid. Und wir haben sie wirklich verwechselt. Jetzt ist es nicht so aus. Es ist auch Drama. Was ist auch passiert? So ein Scheiß. Ein unschuldiger Jogger. Wir werden nie herausfinden, wer es war. Hey, das war die geilste Party. Ich schwöre, ich habe einfach erwischt, aber die Pistole ist nicht so realistisch. Ja, und die Pistole auch.